Die Küsten des Baltikums. Ursprünglich und wild. Manche Bewohner kommen aus dem Süden, andere aus dem Norden Europas. Sie alle leben an der Ostsee. Die baltischen Inselwelten bieten Brutplätze für viele Seevögel und sind Rettungsinseln für fast ausgestorbene Arten. Die kurische Nehrung in Litauen. Die Dünen, einige über 70 Meter hoch, zählen zu den größten Europas. Wie eine Sichel aus Sand trennt die Nehrung die offene Ostsee von der weiten Bucht des Haffs. Ein natürlicher Damm, 98 Kilometer lang, manchmal kaum 400 Meter breit. Im Haff sammelt sich das Süßwasser der Memel wie in einer flachen Lagune. Dreimal größer als der Bodensee, aber kaum 6 Meter tief. Es ist Frühling. Junge Seeadler haben einen toten Fisch entdeckt. Noch tragen die Vögel ihr dunkles Jugendgefieder. Nach dem langen Winter gönnt keiner dem anderen auch nur einen Bissen. Und es kommt zu erbitterten Kämpfen. Die Klauen sind scharf wie Dolche und können den Konkurrenten aufschlitzen. Zusätzlich breiten die Vögel die Flügel weit aus, um den Gegner einzuschüchtern. Kämpfende Adler verkrallen sich manchmal so sehr ineinander, dass sie sich nicht mehr lösen können und beide Vögel sterben. Eindeutig, wer diesen Kampf für sich entschieden hat. Die kurische Nehrung besteht hauptsächlich aus Sand. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Dünen dicht bewaldet, doch der ursprüngliche Wald wurde gerodet. Der Sand setzte sich in Bewegung. Ostseewinde trieben ihn nach Norden und in Richtung Haff. Unter den wandernden Dünen wurden 14 Dörfer begraben. Nichts hielt ihn auf, dem stetig fließenden Sand. Die Dünen mit Strandhafer und Gräsern zu bepflanzen half nichts. Erst als 1870 neue Bäume gepflanzt wurden, ließen sich die Wanderdünen stoppen. Bis dahin war das Fischerdorf Nida direkt am Haff schon 2-mal umgezogen. Heute drehen sich hier die Kurenwimpel im Wind. Früher waren sie an den Masten der Fischerkähne angebracht. Sie zeigen die Windrichtung an und den Heimathafen des Fischers. ...60 Kilometer weiter nördlich liegen die endlosen Sandstrände Lettlands. Direkt hinter dem Küstenwald liegt der Papesee. Der sumpfige ehemalige Strandsee ist an vielen Stellen nur 30 cm tief. Im Lauf der Zeit würde er immer weiter mit Schilf zuwachsen und verschwinden.
Um das zu verhindern, hat man in dem Naturschutzgebiet große Huftiere als Landschaftspfleger ausgesetzt. Heckrinder und Konix, die Nachfahren der letzten europäischen Wildpferde. Vor allem die robusten Konix halten das Schilf kurz und graben im Winter dessen Wurzeln aus. Weidende Schafe könnten das nicht. Mittlerweile sind große Herden herangewachsen. Sie leben fast wild und werden nicht gefüttert. Konix sind eine urwüchsige polnische Ponyrasse. Mit kaum 1,40 Meter Schulterhöhe ähneln sie den ausgestorbenen europäischen Wildpferden, den Tarpanen. Es ist Ende Mai. Die Fohlen sind gerade 3 Wochen alt. Ihr erstes Kräftemessen ist noch Spiel. Gleich nebenan wird es ernst. Ein Hengst flehmt und nimmt so den Geruch der Stuten auf. Bald nach der Geburt der Fohlen sind sie rossig, bereit zur Paarung. Dann werden Hengste zu Konkurrenten. Um Nebenbuhler einzuschüchtern, schlagen sie energisch mit den Hufen. Die Spannung überträgt sich auf die Herde. Einige Hengste sind bereits gezeichnet von früheren Auseinandersetzungen. Wenn Warnungen nichts nützen, beginnen die wilden Konik-Hengste einen verbissenen Kampf. Die Wucht eines Huftritts kann Knochen und Kiefer zerschmettern. Die Herde gerät in Unruhe. Die rossige Stute mit ihrem Fohlen wird gleich von mehreren Hengsten bedrängt und verfolgt. Jeder will möglichst nah bei ihr sein, damit er Vater des nächsten Fohlens wird. Der Sturz des Jungtiers sieht dramatisch aus. Zum Glück ist das Fohlen rasch wieder auf den Beinen. Nicht ein Huf hat es getroffen. Fürs Erste sind Stute und Fohlen wieder vereint. Heute leben im Naturschutzgebiet Pape über 100 Konix. Ohne sie wären die offenen Flächen mit ihren Orchideen und Wiesenvögeln bald vom Wald überwuchert. Richtung Norden erstrecken sich ursprüngliche Sandstrände entlang der lettischen Küste. Wild und menschenleer. Auf den Dünen dahinter wächst lichter Nadelwald. Wahrscheinlich sah es früher auf der kurischen Nehrung ähnlich aus. Kiefern und dichtes Blaubeergestrüpp auf nährstoffarmen Sandböden. Nach Maiglöckchen duften die zarten Blüten des rundblättrigen Wintergrüns. Die Sandnelke bevorzugt trockene Flächen. Ebenso die Waldhyazinthe, die zu den Orchideen gehört.
In den Wäldern hinter den Dünen leben Blauracken. Vor über 100 Jahren war der bunte Vogel sogar in Deutschland heimisch. Wegen seines Gefieders wurde er rücksichtslos gejagt. Heute kommt die Blauracke vor allem in Südeuropa vor. Zur Brutzeit mag sie es warm und trocken, wie hier in den Wäldern an der lettischen Küste. Auf dem kargen Boden gedeihen Moose und trichterförmige Becherflechten mit ihren roten Fruchtkörpern. Jedes Frühjahr zieht es die krähengroßen Blauracken aus Ostafrika nach Lettland zurück, in ihr nördlichstes Brutgebiet. Mit torkelnden Sturzflügen grenzt das Männchen sein Revier ab. Im Englischen werden Blauracken deshalb auch Roller genannt. Er überreicht seinem Weibchen zur Festigung der Bindung ein Brautgeschenk. Einen Maikäfer. Blauracken fressen vor allem große Käfer, Grillen und Schmetterlinge, die es in Europa immer weniger gibt. Auch deswegen sind Racken bei uns so selten geworden. In den 70er Jahren lebten im Baltikum Tausende. Nun brüten in Lettland nur noch 20 Paare, um die sich Vogelschützer fürsorglich kümmern. Seine Werbung hat Erfolg. Zum Brüten sind Racken auf verlassene Spechthöhlen angewiesen. Selber zimmern können sie nicht. Dank der Ringe, die ihnen Ornithologen angelegt haben, weiß man, dass die älteste lettische Racke seit 27 Jahren hier brütet. Eine glatte Folie stoppt Nesträuber, die das Gelege plündern wollen. Auch sind die künstlichen Höhlen an freistehenden Bäumen angebracht, damit zum Beispiel Baummarder nicht herüberspringen können. Lettische Naturschützer nutzen alle Tricks, damit die Blauracken für immer in ihren Wäldern bleiben. Auch die größte Katzenart Europas hat hier ihre Kinderstube. Etwa 500 Luchse leben in Lettland. Unter einem umgestürzten Baum hat eine Luchsmutter vor etwa 3 Wochen ihr Junges geboren. Es ist bereits behaart zur Welt gekommen, seine Augen aber haben sich erst vor wenigen Tagen geöffnet. Nun wird aus dem Nesthocker ein kleiner Entdecker, der die Welt erkunden will. Natürlich unter dem stets wachsamen Blick der Mutter. 10 Wochen lang wird sie ihr Junges säugen. Schon in einer Woche wird die kleine Katze Fleisch fressen und im Alter von 6 bis 7 Monaten erste Jagdversuche unternehmen. Nächstes Jahr werden Mutter und Junges dann eigene Wege gehen. Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Der Mutter allerdings geht die Neugier zu weit. Wenn ein Stups nicht reicht, um das Junge zurückzuscheuchen, hilft nur ein sanfter Biss in den Nacken. Und sofort fällt das Junge in Tragestarre. Reglos hängt es im Maul der Mutter und kann so schmerzfrei transportiert werden. Am besten gleich tief in die Höhle hinein.
Der Westen Lettlands, der an die Ostsee und die Bucht von Riga reicht, heißt Kurland. Entlang seiner Küste erstrecken sich Dünenwald und lange, selbst im Sommer menschenleere Sandstrände. An wenigen Stellen ragen bis zu 30 Meter hohe Steilufer aus Lehm in den Himmel. Vielerorts sind sie von Höhlen durchlöchert. Uferschwalben sind die Tunnelbauer. Die kleinste Schwalbenart Europas ist gerade aus Afrika zurückgekehrt. Die Paare prüfen, ob sich die alten Löcher in der Steilwand noch zum Nisten eignen. Uferschwalben sind gesellig und schließen sich auch abseits der Brutgebiete in großen Schwärmen zusammen. In dieser Kolonie leben etwa 500 Paare. Die armlangen Röhren steigen nach hinten an und erweitern sich am Ende des Tunnels zum Nistplatz, der mit Halmen und Federn ausgepolstert wird. Das Paar hat eine passende Höhle gefunden. Doch es kommt zu spät. Die Brutröhre ist bereits besetzt und wird vehement verteidigt. Auch vor anderen Röhren stehen Uferschwalben Schlange. Wer bereits eine Wohnung gefunden hat, sollte seine Höhle besser nicht unbeaufsichtigt lassen. Oberhalb der Steilküste ist Kurland geprägt von weiten, artenreichen Wiesen und einzeln stehenden Gehöften. Den Sommer über ist der Ameisenbär unter den Vögeln in dichtem Grün unterwegs. Der Wendehals. Er ist auf der Suche nach Ameisen, die es hier in Hülle und Fülle gibt. Mit seiner 6 cm langen, klebrigen Zunge fischt er die Insekten und deren Larven selbst aus den Tiefen ihres Baus. Seine Jungen sind fast flügge und warten im Nest in einem alten Obstbaum. Als Höhlenbrüter sind Wendehälse auf Baumlöcher oder verlassene Spechthöhlen angewiesen. 11 Küken warten auf Futter. Täglich müssen die Eltern gut 10.000 Ameisenlarven sammeln, um die hungrigen Schnäbel zu stopfen. Seinen Namen verdankt der Wendehals übrigens der Fähigkeit, seinen Kopf um mehr als 180 Grad drehen zu können. Vor allem bei der Balz oder wenn er sich bedroht fühlt. Es ist Mittsommer. Überall auf den Höfen werden Blumenkränze geflochten. Der Kopfschmuck soll nicht nur Menschen vor Übel schützen. Auch Tiere und Gebäude werden verziert. Manche Höfe bieten besonderen Tieren Unterschlupf. In einer Mauerspalte hat der Wiedehopf sein Nest. Wie die Blauracken lebt er vor allem von Großinsekten. Maulwurfsgrillen etwa. Dreißig Tage werden die Jungen im Nest gefüttert. Außerhalb der Bruthöhle versorgen die Eltern sie noch eine knappe Woche, bevor sie den Hof endgültig verlassen. Die bewaldeten Dünen von Siemupe. Hier liegen die wohl schönsten Strände Lettlands. Die kürzeste Nacht des Jahres, die Nacht der Sommersonnenwende, beginnt.
Singend und tanzend feiern die Letten am Strand. Traditionell tragen Männer Eichenlaub im Haar. Die Frauen schmücken sich mit Blütenkränzen. Bis Sonnenuntergang feiern die Menschen am Strand. Danach geht es auf den Höfen weiter, bis in den frühen Morgen. Am Kap Kolka in Lettland geht die Sonne auf. An der Spitze des Kaps treffen die Ostsee und die Bucht von Riga aufeinander. 30 Kilometer weiter nördlich liegt Estland. Das Land der 1521 Inseln. Die meisten sind winzig. Dennoch sind sie begehrte Ruheplätze. Für die Ostsee-Kegelrobbe etwa. Vor 100 Jahren soll es noch über 100.000 gegeben haben. Fischer rotteten sie dann beinahe aus Angst vor lästiger Konkurrenz. Eine ausgewachsene Kegelrobbe benötigt durchschnittlich 10 Kilo Fisch am Tag. Mit Leichtigkeit erbeuten sie selbst schnelle Lachse oder Dorsche. Seitdem sie nicht mehr gejagt werden, haben sie ihre Scheu verloren und sich wieder vermehrt. Über 20.000 Kegelrobben leben heute in der nördlichen Ostsee. Hin und wieder wandern einige junge Tiere sogar an die deutsche Küste, wo sie lange verschwunden waren. Diese Robbe im estnischen Vilsandi-Nationalpark hat ein Ziel. Sie kennt weit draußen im Meer ein altes Wrack. Ein idealer Ort für Kegelrobben. Er verbindet ein abgelegenes Jagdrevier mit einem Sonnendeck zum Ausruhen. Die Vorteile des Wracks haben andere ebenfalls bemerkt. Auf diese Weise haben die Fischer ihren alten Konkurrenten, den Kegelrobben, einen Platz an der Sonne beschert. Insel Nummer 1522 in der estnischen Ostsee. Der Vilsandi-Nationalpark liegt zu zwei Dritteln im Meer und besteht aus über 150 Inseln und Inselchen, den natürlichen Sonnenplätzen der Kegelrobben. Manche sind Brutplätze für Vogelkolonien. Für Raubseeschwalben zum Beispiel. Die größten Seeschwalben Europas haben eine Flügelspannweite von fast 1,5 Metern. Die ersten Küken sind bereits geschlüpft und warten ungeduldig auf frischen Fisch. Fast 60 Paare nisten auf der Insel. Die Eltern wechseln sich beim Brüten ab, etwa 22 Tage lang.
Das Leben in einer Kolonie ist anstrengend. Zwischen den Nestern liegt oft nur ein Meter Abstand. Da kann es schon mal Ärger mit den Nachbarn geben. Die Kleinen fressen ausschließlich Fisch. Mit viel Geduld und mehreren Versuchen klappt es schließlich, den dicken Happen erfolgreich im Schlund des Kükens zu versenken. Das Leben in einer Kolonie hat Vorteile. Bei Störungen fliegen alle Vögel gemeinsam auf. Das lenkt von den Küken in den Nestern ab und verwirrt Angreifer. Dieses Mal allerdings ist es falscher Alarm. Die Seeschwalben haben sich von einem vorbeifliegenden Höckerschwan irritieren lassen. Im Sommer lieben es die Kegelrobben, in der Sonne zu dösen. Sie haben mit dem Fellwechsel begonnen. Es juckt ihnen der Pelz, denn ihre Haut wird jetzt besonders stark durchblutet. In dieser Zeit des Jahres sind sie auf die wärmende Sonne angewiesen. Müssten die Kegelrobben den ganzen Tag im Wasser verbringen, würden sie wegen des Haarwechsels zu viel Wärme verlieren. Die Felsbänke im Vilsandi-Nationalpark sind daher äußerst begehrt. Vor allem gegen Ende des Tages will jeder die letzten wärmenden Strahlen der Sonne genießen. Wer dann noch keinen Stein gefunden hat, versucht es mit List. Die Robbe auf dem Fels kann sich drehen und wenden, wie sie will. Die im Wasser ist so aufdringlich, dass sie irgendwann Erfolg hat. Estland, Land der Inseln. Der über 50 Meter hohe Leuchtturm von Säre steht am Südzipfel Saaremaas, der größten Insel des Landes. Auf einer Fläche so groß wie Luxemburg leben nur knapp 40.000 Menschen. Am Panga-Kliff mit seinen über 20 Meter hohen Abbruchkanten tritt der baltische Glint zutage. Eine Kalksteinwand, die sich durch ganz Nordestland zieht und an diesem Ort besonders gut zu erkennen ist. Auf den kalkhaltigen Böden wachsen seltene Pflanzen. Der Eichenwald von Lode beherbergt 14 Orchideenarten. Darunter große Bestände des Frauenschuhs. Bis die Orchidee zum ersten Mal blüht, vergehen 10, manchmal 15 Jahre. Der pantoffelartige Blütenschuh ist eine Insektenfalle. Angelockt von Duft und Farbe finden sie nur an einer Stelle wieder heraus und bestäuben dabei die Orchidee. Unzerstörter Lebensraum, saubere Bäche.
Auf der Nachbarinsel Hioma startete Ende der 90er Jahre ein besonderes Rettungsprojekt. Hier bekam der europäische Nerz eine Chance zum Überleben. Nur 1000 gibt es noch in ganz Europa. Wegen seines Felles wurde er jahrhundertelang gejagt. Sein Lebensraum in Kulturland umgewandelt. Die Flüsse begradigt. Auf Hioma findet der kaum 40 cm lange Marder naturnahe Bäche, an denen er kleine Nager, Fische und Krebse jagen kann. An den Uferböschungen zwischen Felsspalten und dem Wurzelwerk der Bäume graben die Nerze Höhlen, um dort ihre Jungen zur Welt zu bringen. Die 5 oder 6, manchmal bis zu 10 Babynerze sind bei der Geburt winzig. Jedes wiegt kaum 10 Gramm. Ihre Augen öffnen sich erst nach 5 Wochen. Dass wieder europäische Nerze auf Hioma geboren werden, ist ein großer Erfolg. Wegen seines seidigen Fells züchtete man den amerikanischen Mink in Pelztierfarmen. Von dort entkamen Tiere und verdrängten vielerorts den schwächeren Nerz. Ende der 90er Jahre fingen Naturschützer alle Minke auf Hioma ein und siedelten wieder europäische Nerze an, die sich seitdem ungestört vermehren können. Es wird Herbst im Baltikum. Östlich von Tallinn, auf dem Festland, liegt der Lahjema-Nationalpark. Das Land der Buchten. Große Steinfelder prägen das Bild entlang der Küste. Alljährlich machen hier Tausende von Kranichen Zwischenstation. Die großen Findlinge bieten Schutz vor Wellen und Wind. Fliegen macht durstig. Da das Wasser der Ostsee so hoch im Norden kaum Salz enthält, können die Kraniche davon trinken. Die Nacht verbringen die Vögel schlafend in knietiefem Wasser. So sind sie sicher vor Feinden wie Füchsen oder Wildschweinen. Während sich die einen ein ausgiebiges Bad gönnen, recken andere immer wieder wachsam ihre Hälse und sichern die Umgebung. Viele Augen sehen mehr. Bei einem Angriff durch den Seeadler etwa würden ihre Warnrufe ertönen und die Kraniche enger zusammenrücken. Bis tief in die Nacht fallen immer neue Trupps am Schlafplatz ein. Wenn der Morgen graut, sammeln Alt- und Jungvögel ein letztes Mal ihre Kräfte, um dann gemeinsam aufzubrechen. Kraniche sind Frühstarter. Noch vor Sonnenaufgang fliegen die ersten los und geben damit das Signal, dem alle anderen folgen.
Die Vögel haben einen weiten Weg vor sich. Von hier aus geht es in Richtung Bosporus und nach Ägypten. Zurück nach Lettland. In der Rigaer-Bucht, weit vor der Küste, steht der Leuchtturm von Kap Kolka. Wo die offene Ostsee und die Bucht von Riga aufeinandertreffen, liegt der Slitere-Nationalpark. Hier mündet die Irbe mit ihrem braunen Moorwasser in die Ostsee. Die Sandbänke im Fluss verändern ihre Lage von Jahr zu Jahr. Im späten Herbst ziehen besondere Fische die Irbe hinauf, um ihre Eier abzulegen. Meerforellen. Während sie in den Fluss wandern, zehren sie von ihren Fettreserven. Bis zu 40 Kilometer legen die mit dem Lachs verwandten Fische am Tag zurück. Abgemagert kommen sie im Laichgebiet an. Das Weibchen schlägt mit dem Schwanz eine Grube in den Kies, in die es Eier legt. Dicht gefolgt vom Männchen, das den Laich befruchtet. Anders als Lachse sterben Meerforellen nicht nach der strapaziösen Wanderung. Sie kehren ins Meer zurück, um im nächsten Jahr wiederzukommen. Aus der nordischen Tundra stammen die Pfuhlschnepfen. Mit ihren langen Schnäbeln pulen sie Sandflohkrebse aus der Tiefe. Eine letzte Rast noch, bevor sie zum Überwintern in den Süden ziehen und Herbststürme das Regiment an der baltischen Küste übernehmen. Bei Windstärke 11 schäumt das Wasser. Wellen wühlen die Ostsee auf. Sie fördern nach oben, was sonst am Grund liegt. Dabei reißen sie Seegras und Krustentiere mit sich, über die sich Strandläufer hermachen. Wenn die Winde zunehmen, wühlen sie die blaue Erde auf, ein besonderes Sediment der baltischen Küsten, das reich an Bernstein ist. Am Morgen nach dem Sturm zieht Ins Madness los. Er ist der Leiter des Naturparks Papesee und pflegt eine alte Tradition. Mit dem Kescher fischt er Seegras aus dem Spülsaum, in dem sich seine Beute, so hofft er, verfangen hat. Ins hat Glück und findet, wonach er gesucht hat. Früher war Bernstein wichtiges Handelsgut und stand für Reichtum und Macht. Entstanden ist das Gold der Ostsee aus dem Harz, das einst aus Stämmen prähistorischer Bäume floss. Das subtropische Klima ist seit 40 Millionen Jahren Vergangenheit. Nun wird es kalt. Der Winter ist da. Schnee
bedeckt die baltische Küste. Die Wälder hinter den Dünen bekommen Besuch aus Russland. Wenn es dort so eisig wird, ziehen Bartkäuze ins Baltikum. Von seiner Warte aus hört der Kauz selbst Mäuse, die einen halben Meter unter dem Schnee laufen. Der auffällige Federkranz bündelt den Schall und leitet ihn zu den empfindlichen Ohren. Vom Kap Kolka in Lettland bis zur estnischen Inselwelt. Die baltische Ostsee friert nun fast völlig zu. Februar. An vielen Stellen türmt sich jetzt das Packeis. Darunter haben Ringelrobben ihre Kinderstube, geschützt vor den eisigen Winden. Dank dieses Tricks können Ringelrobben selbst im Nordpolarmeer Junge zur Welt bringen. Ihre Vorkommen in der estnischen Ostsee sind die südlichsten der Welt. Stundenlang war die Robbenmutter auf Jagd. Gut getarnt durch sein weißes Fell wartet das Kleine auf ihre Rückkehr. Sobald die Mutter den Kopf aus dem Atemloch reckt, robbt das Baby los. Es hat Hunger. Die Robbenmutter ist damit beschäftigt, ihr Atemloch offen zu halten. Plötzlich rutscht das Baby hinein. Eine lebensgefährliche Situation. Sein Fell ist noch nicht wasserfest und eine isolierende Speckschicht hat es sich noch nicht anfressen können. Zum Glück ist es stark genug und schafft den Ausstieg. Mit ihren kräftigen Krallen hält die Robbenmutter das Loch offen, selbst wenn das umgebende Eis über 2 Meter dick ist. Aufgrund der Klimaerwärmung schmilzt das Eis der Ostsee in manchen Jahren immer früher. Eine gefährliche Entwicklung für die Ringelrobben. Verschwindet das Eis zu schnell, müssen die Jungen ins kalte Wasser und würden erfrieren. Fünf bis acht Wochen säugen die Robbenmütter ihre Jungen mit äußerst nahrhafter Milch. Die Kleinen nehmen täglich rund 2 Kilo zu. Ihr Wachstum ist ein Wettlauf mit der Zeit. Sobald das Eis schmilzt, sind sie auf sich allein gestellt. Im Norden der Insel Saaremaa bleibt die Ostsee eisfrei. Schnee aber bedeckt die Steilküsten und zerklüfteten Buchten, die weiten Sandstrände und Dünenwälder bis weit ins Frühjahr hinein. Im Winter Kinderstube für Polartiere, im Sommer Brutgebiet für Südeuropäer. Die Küsten des Baltikums sind zu jeder Jahreszeit ein Paradies für seltene Tiere.